So Freunde, lasst euch nicht von diesem sonnigen Tag auf der Stadt Linz täuschen. Ich bin hier, um meine Kassette zu suchen. Mittlerweile habe ich aber erfahren, dass nach dem Aufräumen sogar mit Hochdruckreiniger nochmal nachgeräumt wird oder eher gestrahlt. Und meine Hoffnungen schwinden zusehends, aber zumindest sollt ihr sehen, dass ich es wirklich tue und die Kassette suche. Und deshalb fange ich mal an auf dem Oberdeck. Wünscht mir Glück, Freunde. Hier bis in die tiefsten Ritzen entlang des Bootes habe ich geschaut. So, das Oberdeck habe ich durchsucht. Bisher kein Erfolg. Unten geht's weiter. Auch nur ein Jägermeister. Und ein Feigling. Willkommen im schattigen Zwischendeck. An sich ist hier schon auch gründlich aufgeräumt. Aber unmöglich wäre es nicht. Also bisher war ich da auch schon recht akribisch jetzt. Aber beim besten Willen, selbst in den geheimsten Ecken, scheine ich nichts zu finden. Und die Zeit schwindet. Bald kommen die nächsten Touristen aufs Boot. Hier drunter war ich noch nicht. Auf dem Klo war ich ja auch noch, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ihr seht schon, ich gebe alles, aber noch kommt da nicht so viel bei raus. So, die Damen von der Belegschaft fühlen schon mit mir. Aber leider hilft mir das auch nichts. Aber jetzt, letzte Chance, die ersten Touristen kommen, ich muss mich beeilen. So, hier hinten suche ich ein bisschen akribischer, weil hier mein Zeug lag. Festhalten muss ich, dass ich schon was gefunden habe, und zwar einen Löffel. Aber der bringt mich leider überhaupt nicht weiter. Außer, dass ich so machen kann, weil ich so ein Depp bin, der sein Bandel verliert. In diesem Sinne, ihr seht ja beim Schweiß, ich habe alles gegeben. Der Löffel muss sowieso zum Waschen. Nächstes Mal machen wir es besser. So. Ups, Telefon. So, hinter mir die durchforstete Stadt Linz. Und sicher gibt es ein paar Ecken, wo ich noch nicht geguckt habe. Dann wird es über die nächsten Wochen auftauchen. Erstmal sage ich, ihr seht, ich nehme meinen Job ernst. Selbst den unterbezahltesten. Ich habe alles probiert, aber was nicht sein soll, soll nicht sein. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass ihr das nächste Mal ein bisschen freizügiger sein müsst mit euren Interviews. Vielleicht war es auch einfach nur Pech. Resümierend bleibt mir zu sagen, es war ein tolles Fest. Aber ihr werdet es nie erfahren. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Euer Dodi.